Also, ich sage Ihnen jetzt zum 10. und letzten Mal. Sie sind falsch verbunden. Nein, die Nummer stimmt. Was? Was sagen Sie? Ich verstehe das ja gar nicht. Ich soll keinen Schmäh reißen. Ich reiße gar nichts. Aber meine Geduld wird bald reißen. Also jetzt passen Sie auf und hören Sie mir ganz genau zu. Ich heiße Lafitte, ja? Wir haben diese blödsinnige Telefonnummer gestern bekommen. Wir sind eine bürgerliche Familie. Und, aber hören Sie, ich weiß nicht, unter welcher Nummer Sie heute und jetzt diesen Club-Rendezvous erreichen können. Eines weiß ich, unter dieser Nummer ganz bestimmt nicht. Na? Was ist denn mit Ihnen, Frau Sockel? Was haben Sie denn? Ich schluchze. Ja, das merke ich. Ach so. Hat am Ende wieder mein Mann... Ja, er hat mich beleidigt. Tödlich beleidigt. Bitte, das ist ja nichts Neues. Weil eigentlich tut er den ganzen Tag nichts anderes als mich beleidigen. Also, Frau Sockel... Aber heute war es noch ärger als sonst. Und dabei bitte ohne Ursache. Das heißt, ich liefere ihm ja eigentlich nie eine Ursache. Aber er findet schon immer einen Grund, warum er mich erniedrigt. Frau Sockel, bitte, jetzt sagen Sie mir doch endlich. Passen Sie auf, meine Frau. Also, na. Ich komme bei der Tür herein. Bitte nicht bei dieser Tür, sondern bei der Wohnungstür. Ja, aber Frau Sockel, das ist aber wirklich also, wurscht. Ich komme bei der Tür herein, da stürzt er auf mich zu. Wer? Mein Mann? Der Herr Sektionschef, und da brüllt er mich an, wo denn seine Tasche wäre. Ich frage ganz harmlos, was für eine Tasche, von welcher er denn redet, obwohl er mehr gebrüllt hat als geredet. Ja. Und also bitte jetzt sagen Sie mir. Ja, nur Moment, meine Frau. Nicht? Und dann hat er gesagt, also. Dann habe ich gesagt, bitte, welche Tasche meinen Sie denn? Ach Gott. Und da hat er gesagt, die schwarze Tasche. Ja, Frau Sockel. Ja, nun gibt's er hat die schwarze Tasche gemeint. Ja, nun gibt es aber doch zwei schwarze Taschen, Gnefra. Bitte, und wie ich ihn frage, sagt er, ich soll mich nicht so blöd anstellen. Und statt mir eine vernünftige Antwort zu geben, greift er sich an die Stirn und rast aus der Wohnung. Na ja, schön. Also, das ist doch keine Beleidigung, wenn jemand aus der Wohnung rast. Ne, das nicht. Das nicht. Also. Aber vorher hat er mich stark beleidigt. Stark. Sie, Frau Sockel, jetzt sagen Sie aber endlich, und zwar wörtlich und genau, was hat mein Mann zu Ihnen gesagt? Na? Also, was? Idiot. Und damit hat er Sie gemeint? Ja, sicher. Bitte, es war ja sonst keiner da, außer ihm selber. Aber der hat sich vielleicht selber beschimpft. Das wäre schön, aber ich glaub's nicht ganz. Obwohl, er hat Idiot gesagt. Da hätte er ja eigentlich Idiotin, hätte er müssen sagen, wenn er mich gemeint hat, nicht? Na also, sehen Sie, er hat sich selber beschimpft. Mein Gott, der Arme ist ja schon den ganzen Vormittag völlig durcheinander wegen dieser schwarzen Tasche. Wegen welcher schwarzen Tasche, bitte? Wegen der kleinen schwarzen Tasche, Frau Sockel. Bitte schön, jetzt schreien Sie mich auch an, bitte. Naja, also, aber ich meine, dabei ist es doch ganz wurscht, was für eine schwarze Tasche das ist, aber man wird doch bitte eine harmlose Frage stellen. Dürfen. Entschuldigen Sie, ich bin halt auch ein bisschen nervös. Ich jetzt auch. Schauen Sie, Frau Sockel, mein Mann, der hat diese schwarze Tasche irgendwo stehen gelassen. Naja, und jetzt weiß er nicht, wo sie ist. Und jetzt hat er natürlich eine Angst, dass sie jemand an sich nimmt. Naja, das ist schon klar, das ist nur sicher. Aber ich bitte Sie, nicht, so wertvoll ist die schwarze Tasche auch nicht. Nein, immerhin sind 20.000 Schilling drin. Drin ist auch nicht. Was haben Sie jetzt gerade gesagt, was in der Tasche drin ist? Mhm. 20.000 Schilling in bar. Frau Sockel, na verstehen Sie jetzt, warum wir alle so aufgeregt sind? Das verstehe ich überhaupt nichts. Bitte, wie kommen die 20.000 Schilling in die Taschen hinein? Na, weil sie mein Mann hineingegeben hat. Bitte, warum hat der Herr Sektionschef... Und wo hat er am Samstag die 20.000 Schilling? Frau Sockel, schauen Sie... Jetzt muss ich von Anfang an die Geschichte erzählen. Also, mein Schwager, der Guido...
Also, der musste jetzt plötzlich verreisen, denn sein bester Freund ist todkrank geworden und er hat so dringend nach dem Guido verlangt. Aber bitte, was hat denn die Reise jetzt mit der schwarzen Tasche zu tun? Ja, das ist doch eben das Unglück. Schauen Sie, mein Schwager, mein Gott, Sie kennen ihn doch. Den Guido. Na also, er ist halt ein bisschen schrullig. Und ich meine, um Gottes Willen, das muss man ihm konzidieren. Das ist sein gutes Recht, er ist schließlich über 80, nicht? Da besucht er einen kranken Freund. Ich, wenn ich 80 bin, muss der kranke Freund aber mich besuchen. Mein Gott, sein kranker Freund kann ihn aber nicht besuchen, weil er ist wirklich schwer krank. Mein Gott im Himmel, das geht eben nicht. Und sein Freund... Wäre es nicht jetzt viel wichtiger, dass man erfahren könnte, wieso die 20.000 Schilling in die Taschen vom Herrn Sektionschef hineinkommen? Das Geld gehört dem Guido. Ach, das ja, das ist das ganze Unglück. Ach, sowas. Mein Gott, er ist eben seltsam. Wissen Sie, er will immer nur Bargeld. Was weiß ich, er mag keine Schecks, er misstraut jedem Schecks, er stellt keinen aus und er nimmt keinen entgegen. Und weiß der Kuckuck, warum und wieso, nur der liebe Gott weiß es, er hat halt zu Hause 20.000 Schilling gehabt und jetzt hat er auf einmal verreisen müssen. Naja, also gut, auf die Reise kann er das Geld nicht mitnehmen, das ist ein Blödsinn, nicht wahr? Und zu Hause lassen, ja mein Gott, welche Wohnung ist einbruchsicher, nicht? Man liest so viel in der Zeitung. Also hat er dieses Geld meinem gutmütigen Mann zur Verwahrung gegeben. Aber die Gutmütigkeit vom Herrn Sektionschef kann man geteilter Meinung sein. Aber dass er jetzt die schwarze Taschen auch noch verjuckst. Verjuckst, sagen Sie. Wie reden Sie denn? Aber Gänsefrau, so toll. Hört sich an, wirklich, wie wenn mein Mann ins Spielcasino gegangen wäre und das Geld verspielt hätte. Mhm. Mein Gott, er war beim Guido. Und nachher hat er ein paar Besorgungen gemacht. Und da hat halt die Taschen irgendwo stehen gelassen. Mein Gott, es ist ja auch kein Wunder, nach allem, was wir in dieser Nacht mitgemacht haben. In der Nacht? Was haben Sie denn mitgemacht? Ich sage Ihnen, bis 3 Uhr früh hat das Telefon ununterbrochen geklingelt. Aber nein. Na, wahrscheinlich ist es hin. Ja, also, wenn das Telefon hin ist, dann klingelt es ja nicht. Ach so, ja, ist ja wohl. Nein. Wir haben eine neue Telefonnummer seit gestern. Oh, die muss ich mir aber gleich notieren. Nein. Das ist gar nicht notwendig, Frau Sokol. Die behalten wir bestimmt nicht, diese Nummer. Wieso? Was ist denn mit der Nummer? Aber diese Nummer hat bis vorgestern dem Club Rendezvous gehört. Club Rendezvous, von dem habe ich überhaupt noch nie was gehört. Ja, ich auch nicht. Was ist denn das? Das ist ein Nachtlokal. Ein Nachtlokal, aber da scheinen also immerfort nur Männer zu verkehren. Ich weiß nicht, es haben ja nur Männer angerufen. Ich glaube, es sind auch dort sehr viele Damen, die halt, wie soll ich das sagen, elegant ausgedrückt. Naja, die unterhalten diese Männer. Ich verstehe. Und jetzt haben diese Männer gestern wirklich ununterbrochen angerufen, bitte, wo ist das Fräulein Mimi und können wir die Lilli sprechen? Und dann war etwas. Also fast jeder Mann hat nach der Belle Fleur gefragt. Ja. Es würde mich wirklich interessieren, wie diese Belle Fleur aussieht. Ja, mich auch. Leider, Kniffler, uns zwar werden sie in diesen Club nicht hineinlassen, aber es könnte sein, der Sektionschef, der kann vielleicht hinein. Hä? Aber gehen's Herrn's auf. Also, der hat wirklich was anderes im Kopf. Noch dazu jetzt, wo er diese schwarze Taschen sucht. Nein, er tut mir so entsetzlich leid. Jetzt bitte, Frau Sokol, stellen Sie sich vor, jemand findet diese Tasche und macht sie auf und zieht 20.000 Schilling, na? Das ist vielleicht eine Verlockung. Also bitte für mich nicht. Sollte vielleicht der Herr Sektionschef glauben, dass ich die... Frau Sokol, aber bitte jetzt nicht auch noch jetzt Komplexe kriegen, Verfolgungswahn. Sie wissen ganz genau, mein Mann vertraut Ihnen hundertprozentig und genauso ich. Aber das müssen Sie jetzt wirklich zur Kenntnis nehmen. Ich nehme es zur Kenntnis, weil der Tätig wirklich furchtbar... Aber gehen Sie uns auf. Also wie viel Schwüre soll ich denn da... Ja? Na, was ist jetzt? Ich weiß jetzt, wo die Tasche ist. Na, was denn? Wo? Frau Sokol, sollte ich Sie vorhin beleidigt haben, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil. Servus, der hat's aber wirklich mit der Tasche. Ist ja kein Wunder nach der Nacht, aber
Bitte, was sagen Sie, wie er sich jetzt bei Ihnen entschuldigt hat? Na, ist er nicht ein Schatz? So, und jetzt kriegen Sie noch ein Trostpflaster von mir. Was denn? Ein Cognac kriegen Sie. Aber bitte, Gnefer, das ist doch wirklich nicht notwendig. Aber nur notwendig ist es nicht, aber es freut Sie. So, bitte sehr. Ich trinke ein Glas auf Ihr Wohl. Danke. Dankeschön, Gnefer. Ach Gott. Nein, hier ist nicht der Club Rendezvous. Ja, die Telefonnummer, ja, die Telefonnummer stimmt, aber es ist nicht der Club. Die neue ich weiß nicht, wie die Telefonnummer vom Club Rendezvous jetzt ist. Ja, also, Schatzi, nein, also es tut mir sehr leid, nix, es müssen wir woanders versuchen. Club, nein, also Lafitte. Was? Wie lange Sie noch warten sollen? Ja, von mir aus, bis Sie schwarz werden. Der soll jetzt ruhig schwarz werden. Ja, grüß Gott. Jetzt kenne ich Sie wieder. Sie sind das Fräulein Nicole, gell? Ja, ich bin auf einen Wochenendausflug nach Wien gekommen. Grüß Gott, ich habe Sie nämlich so lange nicht gesehen. Kommen Sie doch herein und kommen Sie, legen Sie hier ab. Sie waren aber sehr lange nicht bei uns. Ja, das ist aber doch schön, dass Sie wieder einmal herkommen. Bitte hier, sehr fesch sind Sie. Ist das jetzt Mode so? Ja. Na? Ah, waren wieder mal ein paar Herren, die fürs Club-Rendezvous haben wollten. Entsetzlich. Na gut, das ist ja jetzt ganz wurscht. Ja. Aber du, ich glaube, ich weiß jetzt, wo die Tasche ist. Ist sie wahr? Na klar, beim Blaha. Wer ist der Blaha? Bitte dich, unser alter Optiker, der Blaha. Mein, der Junge hat jetzt Geschäft übernommen, der Alte arbeitet immer noch zu Hause. Ich war heute Vormittag bei ihm, sicher bei ihm. Ich gehe jetzt gleich zu ihm. Nein, mein Lieber, also das ist nicht möglich. Warum nicht? Nein, du musst hierbleiben, denn ich gehe jetzt weg. Ich muss in die Apotheke und die Medizin für die Frau Neuberger holen. Das ist doch kein Problem, dann gehen wir halt beide einen Sprung weg, das ist ja kein Malheur. Nein. Das ist nicht möglich, weil das Telefonamt anruft. Hila, ja? Wie oft soll ich dir noch sagen, ein Amt kann nicht anrufen? Pedant, also bitte. Eine Dame oder ein Herr vom Telefonamt wird anrufen, ja. Und wird uns eine neue Nummer geben, und zwar ab sofort. Na? Davon weiß ich noch gar nichts. Ja, natürlich, du hast ja nur die schwarze Tasche im Kopf. Aber das hast du nicht vergessen, dass du heute früh deinen alten Freund angerufen hast, der diese Riesenstellung in der Postdirektion hat. Jawohl, den habe ich auch mal angerufen, ist vielleicht eine feine Umschreibung. Wieso? Na, ich habe einen Skandal gemacht, nicht wahr? Das haben eine solche, dass uns die Post so eine Nummer gibt. Ja. Aber bitte, muss ich mir jetzt wiederum etwas loben. Es gibt doch Leute, die behaupten, ein Amt oder eine Behörde arbeitet in Österreich am Samstag nicht. Na bitte, der beste Gegenbeweis. Die Post arbeitet am Samstag, nicht wahr? Ja, warum? Bitte, man muss ein bisschen Dampf dahinter machen, nicht wahr? Und ein kleines bisschen Vitamin B. Ja. Beziehungen, wenn man welche hat, muss man sie ausnutzen. Ja, du, aber ich kann trotzdem, ich kann jetzt nicht darauf warten, bis die sich melden, nicht wahr? Ich muss zu dem Blaha hin. Nein, bitte stell dir vor, ich irre mich und es ist doch nicht bei ihm. Die Tasche muss ja irgendwo anders wieder wegen die 20.000 Schilling herumrennen. Aber ich mache einen anderen Vorschlag. Die Sokol soll sich doch ganz einfach ans Telefon setzen. Ich bitte, tu mir das nicht an. Wenn die Sokol beim Telefon ist und da ruft einer dieser Herren an, ist gar nicht auszudenken, was die für ein Gespräch mit ihm führt. Wieso gar nicht auszudenken? Das wäre doch herrlich, du, wenn einer anruft und heute die Sokol für die Belfer. Sei nicht so groß. Nein, also gut, nein, aber es geht aus einem anderen Grund mit der Sokol nicht. Die Sokol, wenn der wirklich vom Postamt anruft, nicht wahr, die bringt doch alles durcheinander. Ja, du, das ist herein. Na, sowas. Nicole, so lang haben wir uns nicht gesehen. Ja, wie bist denn du hierher gekommen? Grüß dich, mein Schatz. Mit einem Freiburger Ausflugsbus, 2 Tage Wien, mit Hotel plus Opernbesuch 600 Mark. Oh. Na, das Geld habe ich investiert, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Und jetzt wollte ich den Papa und die Hilde besuchen, aber die sind ja leider nicht zu Hause. Ich hoffe, ich komme euch nicht ungelegen. Nein. Nein, überhaupt. Wieso kommst du denn auf die Idee, ungelegen? Im Gegenteil, wir freuen uns sehr. Weißt du, würdest du uns den Gefallen erweisen und würdest du mal für kurze Zeit hier bei uns Telefondienst machen? Franz.
Das ist nicht möglich. Das Kind kann nicht mit diesen Männern telefonieren. Ja, bitte, das Kind wird schon aufgeklärt sein. Naja, weißt du, es ist so, wir haben da geerbt sozusagen die Nummer von einem Club-Rendezvous. Also besser gesagt, man hat sie uns zugeteilt. Club-Rendezvous, das klingt lustig. Ja, sehr lustig. Ja, das ist auch sehr lustig. Ich meine, du, weißt du, wenn die Mitglieder anrufen, kannst du dich ein bisschen mit ihnen amüsieren. Franz. Aber nein, bitte nicht zu lang, selbstverständlicherweise. Denn darfst du uns das Telefon nicht blockieren, es ruft mich auch das Postamt an. Wir kriegen heute noch eine neue Nummer, welches Wunder. Und die sollst du uns notieren. Ja? Wird gemacht. Gut. Machst du. So, also Hila, gell, mach's gut. Ich bin ja bald wieder da. Wiederschauen. Servus, aber Nicole. Nicole, jetzt tut mir das wahnsinnig leid. Jetzt muss ich dich allein lassen. Ich muss hinuntergehen zu einer Nachbarin. Die ist krank, die ist bettlägerig und hat niemanden, der sich um sie kümmert. Und ich muss ihr eine Medizin bringen. Mhm. Ist es sehr schlimm, wenn ich dich allein... Jesus, jetzt fällt mir ja übrigens ein. Natürlich, du. Der Kurt hat angerufen, er kommt mit der Hilde, ich glaube, gegen sechs. Naja, ein bisschen wirst du warten müssen. Also, mach's gut ohne mich, ja? Und schau mal. Da drin ist das Telefon. Aha, gut. Ja. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Ja. Aber ich, mir ist ja der Cognac viel lieber als der Likör. Also der, ihr Nussener, der, das ist ein Likör. Mir schmeckt wieder mein Nussener viel besser. Ich mag keinen Cognac, der ist mir zu scharf, den vertrage ich nicht. Bitte sehr, werde ich mich heute opfern. Herr Servus, das ist ein ganz schönes Opfer. Und das ist schon die zweite Portion. Haben Sie so große Sorgen? Es geht, es geht. Aha. Schauen Sie, die Hanna, ja? Das ist die große Brünette, von der ich Ihnen erzählt habe. Sie haben nie was von einer großen brünetten Hanna dazu. Aber natürlich, das haben Sie nur vergessen oder verschlafen. Aber es ist auch wurscht, weil das ist nicht mehr länger relevant. Verstehen Sie? Ich meine, die Hanna hat ja Schluss gemacht mit mir. Die hat Schluss gemacht wieder wegen der Lotte. Also von der Lotte habe ich aber auch nie was gehört. Ja, mir gewünscht, dass ich nie was von ihr gehört hätte. Aber leider. Dabei, es war ja nie was mit der Lotte. Nie, es war so ein Flirt, ein kleiner. Aber das hat wieder der Mann von der Lotte hat das wieder nicht geglaubt. Ja, das sind Ehemänner oft kleinlich. Kaum fängt sich einer was mit ihrer Frau an, glauben sie schon nicht an einen Flirt. Nein, er nicht. Ein Gauner, der hat diese Situation schamlos ausgenutzt und ist mit Sack und Pack ausgezogen. Und jetzt möchte die Lotte, dass ich an seiner Stelle dort einziehe. So mit Ring und Schein. Und hört man wirklich zum Trinker werden. Na, servus. Sie haben einen schönen, kräftigen Einschildbum. Ja, das ist meine Zugnummer. Ah, es schellt. Wer kann denn das sein? Ja, meine herrliche Idee. Und zwar? Sie elfen jetzt hinaus. Ich elf hinaus. Und schauen noch. Und sollte es jemand sein, der Ihnen irgendwie bekannt vorkommt, lassen Sie meine. Haha, meine Leute, sind Sie witzig. Das auch nicht gerade. Von Humor gepeinigt, unser Sockerl. Dabei habe ich noch gar nicht die Geschichte von der Denise erzählt. Na, da wurscht. Hauptsache ist, wer Sorgen hat, hat auch ein Cognacerl. Die Nicole ist da? Ja, sitzt drinnen. Mhm. Gehst rein, die wird sich freuen, dass du da bist. Ja, sowieso. Sie trinken ja schon wieder. Weit gefehlt. Ich trinke noch immer. Und das, obwohl ich bereits einen leichten Schwü in mir aufsteigen spüre. Ein Schwü? Sagen Sie, was wird denn da der Herr Sektionschef dazu sagen? Der wird überhaupt nichts sagen, weil dem zeige ich mich gar nicht. Ich bin ja nicht. Ich gehe überhaupt nicht rein da. Weil der ist nämlich im Stand, der Herr. Sektionsvorstand. Der gibt mir vielleicht gar keinen Cognac. Ja, das ist zu befürchten. Herr Heinz, ich hätte eine Bitte. Ich soll den Sprung ab in die Konditorei. Ich hab's dem Janek versprochen. Ich komme eh gleich wieder zurück. Und wenn es schellt, täten Sie so freundlich sein und aufmachen, ja? Wenn ich's höre. Was derisch sind's auch? Nein, an sich nicht. Im Gegenteil. Ich höre sonst sehr gut, weil wer Sorgen hat, hat auch Gehör. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Der hat auch noch nach der Belfleur gefragt. Das muss ein tolles Weib sein. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, in dem Milieu gibt's wenig tolle Weiber. Dafür viele blöde Männer. Hier, Belfleur.
Ach so, nein, weil er fit. Wer? Telefonzentrale? Ja, ja, wegen eurer neuen Nummer. Ach so, Moment bitte. Geh, Nicole, schreib sie hin, ja? Wie ist die Nummer? Aber zuerst sagen Sie mir bitte, werden wir dann nicht mehr unter dieser Nummer belästigt? Ah, die haben Sie gesperrt. Aha, und Montag kriegt sie dann der Club Midnight. Na, die werden sich freuen, die können uns brauchen. Also, wie war die Nummer? 32? Bitte, Gnefra, es ist ein Glück, dass ich gerade über die Stirn abgegangen bin und ihn gefunden habe. Ja. Tut sehr weh. Eigentlich nicht nur beim Auftreten, aber es war der Schock, wissen Sie, dass ich da auf einmal liegen geblieben bin, sowas. Ja, aber Hauptsache aber gebrochen ist nicht. Das wollte ich sagen, nein. Hauptsache es ist nicht gebrochen. Nein, nein, nein. Aber Gnefra, Sie müssen ihnen auf alle Fälle niederlegen. Ja, kommt. Ich werde mich niederlegen. Sie? Ja. Ab, mich warnen, wenn mein Mann kommt. Sie wissen, wie er sich das zu Herzen nimmt, wenn mir was fehlt. Das ich tue das nicht, Frau, aber es wird ihm nicht schaden, aber wenn er sich ein bisschen Sorgen macht. Es tut überhaupt keinem Ehemann schaden, wenn er sich um seine Frau einmal ein paar größere Sorgen macht. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist eine Lebensweisheit, die ich nicht ganz... So, jetzt stehe ich extra. Ja. Die ich nicht ganz unterschreibe, noch dazu, wo er jetzt seinen Kopf voll hat wegen der schwarzen Taschen. Mein Gott. Apropos Sorgen. Da drin sitzt der Heinz, der hat auch Sorgen und sehr viel Cognac. Ach, ja. Ja, ja. So, Mann. Servus, grüß dich. Hast du was? Schaust zu blass aus. Ich hab nichts, nein. Ich bin gestolpert auf der Treppe. Zum und hingefallen? Nein. Ja, ja, ist sie hingefallen. Aber sie hat sich zum Glück nicht gebrochen, also es ist kein Anlass zur Sorge. Also ich bin aber besorgt, Oma. Es ist aber nicht notwendig. Und bitte sagt ja nichts dem Franz, wenn er kommt, dass mir nicht ganz wohl ist. Und vor allem, dass ich hingefallen bin. Er darf das nicht wissen. Also entschuldige bitte, Oma, aber ich halte das für einen ausgesprochenen Unsinn. Ja, das hältst du dafür, ich mache es aber trotzdem. So, jetzt lass mich gehen und Frau Sokol, ja. Bitte halten Sie mich nicht, wie wenn ich eine blinde Invalidin wäre. Ich kann ja allein gehen. Au, oh, au. Oh. Was ist denn? Was ist denn? Naja, ich war schwindelig ein bisschen. Aha, aber die starke Spinne. Jetzt kommen Sie, Frau, jetzt gehen wir aber wirklich ins Bett. Komm. Ja, ja, wir gehen ins Bett, aber bitte... Wenn mein Mann kommt, dann stehe ich wieder auf. Und hört mal, ihr zwei, kein Wort zum Franz. Habt ihr verstanden? Komm, man's nicht vergeben. Kein Wort zum Franz, liebe sie die Oma. Na Moment einmal, sie ist ja nur meine Oma. Von dir ist sie ja die Tante. Wieso? Na ja, dein Vater ist ja Bruder. Also ist die Oma deine Tante. Ja. Na, aber jetzt erzähl, wie hat dein Mann das aufgenommen? Na ja, wie er alles aufnimmt. Scheinbar ruhig. Scheinbar, verstehst du, nicht anscheinend. Also manches Mal kenne ich mich bei ihm überhaupt nicht aus. Naja, vielleicht hat er die Sache von Anfang an nicht geglaubt. Du meinst, weil ich es blöd angestellt habe? Mm-mm. Du, ich habe ganz beiläufig erwähnt, dass ich einen Schulkollegen vom Onkel Kurt getroffen habe. Von meinem Vater? Ja, naja, mir ist kein besserer eingefallen. Und es hat ja müssen ein älterer Herr sein. Der meinige weiß ja, dass ich das junge Gemüse nicht leiden kann. Ja, ich schon. Naja, das ist Geschmackssache. Na, mein Mann ist ja auch viel älter als ich. Also, ich habe erwähnt, dass ich ihn getroffen habe. Und dass er sehr gut ausschaut. Ja, und sonst nichts. Und am nächsten Tag habe ich wieder davon angefangen. Und habe ihm auch einen Namen gegeben. Ferdinand Butzendoppler. Na, das ist aber kein besonderer Name. Na, wie hätte ich ihn denn sonst nennen sollen? Baron Aristide Vallée? Da hätte er ja gleich gewusst, dass da was nicht stimmt. Aber ausgerechnet Ferdinand Putzendoppler? Naja, mir missschau, ich kenne zufällig einen sehr netten Mann und der heißt Putzendoppler. Also, ich habe diesen angeblichen Putzendoppler noch einmal ins Gespräch gebracht und gestern habe ich ihm gesagt, dass ich ihn wieder getroffen habe. Und dass er noch besser ausgeschaut hat als das erste Mal. Na, und wie hat dein Mann darauf reagiert? Naja, ich bild mir ein, er ist ein bisschen blass geworden. Blass ist gut. Und nach dem Blasswerden, was hat er dann gemacht? Naja, nicht viel. Aber ich glaube, er ist ein bisschen drauf eingestiegen. Na, und nächste Woche, da erzähle ich ihm dann, dass ich diesen Putzendoppler unten in der Konditorei getroffen habe. Raffiniert. Ah, Frau Sokol, ist was mit der Oma? Nein, nein, nichts Wirkliches. Ich glaube, die ist viel mehr erschrocken, sonst ist ja nichts passiert. Und ich mache ihr jetzt einen Tee. Hm, und geben Sie ein bisschen Cognac rein. Das heißt, wenn der Heinz nur einen überlassen hat. Ich verstehe nicht. Also, wurscht. Na, du, ich muss dir aber jetzt auch was erzählen. Ich habe einen wirklich sehr netten jungen Mann in Freiburg kennengelernt. Wirklich? Okay.
Oje, Sie sind schon da, Herr Sektionschef. Was ist denn das für ein Empfang? Was heißt oje? Ja, ich meine, die schwarze Tasche, die haben Sie nicht. Ja, leider, weil der Blacher war gar nicht zu Haus. Herr Sektionschef! Ja, was schreien Sie denn so? Ich schreie gar nicht, aber da drinnen sitzt der Heinz und der hat einen sitzen. Also von mir aus lassen Sie ihn drin sitzen. Herr Sektionschef! Ja, warum schreien Sie schon wieder? Was soll ich tun? Weil ich soll Sie vorwarnen. Wovor sollen Sie mich warnen? Nein, nicht Sie großgeschrieben, Sie kleingeschrieben, dicke Frau, soll ich nämlich warnen, wenn Sie, bevor Sie nach Hause kommen. Warum sollen Sie meine Frau warnen? Warum? Ja, weil sie ist nämlich ausgerutscht und da ist sie hingefallen. Jetzt reden Sie nicht herum, sondern sagen Sie es laut und deutlich. Ja, es ist ja nichts passiert. Ich habe sie gefunden und habe sie aufgeklappt und sie war nur ein bisschen schwindelig und dann haben sie sich hingelegt, aber sonst ist nichts. Ach, sonst ist nichts, sonst hat sie mir hingefallen und sonst, das ist nichts. Ja, sie hat sich doch nichts gebrochen und hinfallen kann doch. Bald einmal wer. Frau Sokol, Sie sind, werde nicht sagen, was Sie sind, wissen Sie, weil nachher muss ich mich dann am Ende wieder entschuldigen, dass ich Ihnen gesagt habe, was Sie sind. So. Gerade auf das war ich neugierig gewesen. Der benutzt doch jede Gelegenheit, auf mich hinzuhauen. Was mache nur die Augen der Dolore? Nein, das ist falsch. Falsch. Das sind nicht die Augen. Was ist es? Wurscht. Das weiß ich mal. Was mache nur die Lara der Dolores, dass die Doktores vor lauter Zores kapores gehen? Das ist schön. Oh, die Perle Sokol. Mehr Perlmutter eigentlich. Herrn Sie, Herr Heinz, wenn Sie frech werden, kriegen Sie ein Tätschen, ja? Nein, verzeihen Sie, ist ja gut, dass Sie da sind. Zu was ist das gut? Das frage ich mich auch. Ich muss jetzt der Knefrau einen Tee machen. Ja, machen Sie, aber ich sage Ihnen gleich, mir hilft das nichts. Weil ich kenne mich nicht mit der Dolores aus. Die Dolores, reden Sie da von der Dolores? Ist das wieder eine Ihrer mühsamen Freundinnen? Meine Freundinnen sind nicht mühsam, ja. Aber das sind alles andere Sans, das gebe ich zu. Sie sind lästig, eminent lästig, aufdringlich, hinterhältig, ja. Und tief deprimierend, aber mühsam sind sie nicht. Aber es handelt sich ja bei der Dolores nicht um eine Freundin von mir, sondern das ist die mit den Kleinen. Verstehen Sie? Na, Sie verstehen ja nichts, sehe ich schon. Was machen nur die Kleinen der Dolores? Was heißt das, dass die Dolores Kinder hat und Kleine auch noch? Hat sie? Das kommt. Also das geht aus dem Liedtext nicht eindeutig hervor. Herr Heinz, haben Sie im Ende ganze Flaschen ausgesoffen? Oh ja, gehört er. Frau Sokol, da. Oh ja, öha. Wieder sehr, da schauen Sie. Nicht einmal eine halbe Flasche. Aber ich, ist eigentlich beleidigend. Ich meine, schaue ich aus wie jemand, der eine Flasche Cognac getrunken hat? Ja. Also drum. Aber ich hab sie nicht getrunken. So was mache ich nicht. Das machen nur die Beine der Dolores. Die Beine. Die Beine der Dolores, dass die Doktore, aber auch die Doktores, trinken keine ganze Flasche Cognac. Aber Sie arbeiten stark dran. Die Doktore? Aber was ich mich erinnern kann, heißt es doch überhaupt Seniores. Was Sie nicht lallen. Die Seniores heißen Doktores und die trinken eine ganze Flasche Cognac und dann arbeiten Sie an der Dolores. Das ist interessant. Sie, Herr Heinz, arbeiten daran, diese Flaschen auszuleeren, leer zu trinken. Nein, also, was ist das, ein dienstlicher Auftrag? Sie werden mich in den Alkoholismus treiben, weil ich bin es nämlich nicht gewöhnt, eine ganze Flasche Cognac auszuleeren. Herr Heinz, dann sind wir die Sprudler da oben. Ja, hallo, ja, wo sind wir denn? Ist schon gut, huchen Sie mal zu. Herr Heinz, Sie sind doch sonst ein relativ kühler, nüchterner, normaler Mensch, meistens jedenfalls. Was ist denn heute los, dass Sie ihn da jetzt da so anschächen und das so durchdrehen, hä? Das ist alles nur wegen der Eva.
Wer ist denn die Eva schon wieder? Nein, was schon wieder nicht schon wieder? Was heißt schon wieder? Nein. Eva, es gibt nur eine Eva. Aha. Eine Schulfreundin von der Hilla. Eine Schulfreundin von der Gnifra. Also, ich meine, Sie sind zwar kein Buberl mehr, aber ist die nicht ein bisschen reif für Sie? Ja, 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 ja. Die ist schon Mitte 20 wahrscheinlich. Aber da kannst du doch nicht der Schulfreundin von der Gnifra sein. Kann sie nicht. Wieso kann sie nicht sogar? Natürlich kann sie. Die studiert mit der Hilla. Die machen Psychologie miteinander. Ach so. Na ja, und was ist jetzt mit der? Ja, nichts ist mit ihr. Sie liebt mich nicht nur nicht. Weißt du? Sie liebt mich nicht nur nicht. Ja, also nicht nur, dass sie mich nicht liebt. Wie? Will sie überhaupt nichts von mir wissen. Ach, na ja, sie wird schon wissen, warum. Ja, aber ich weiß nicht, warum sie mich nicht erhört, die Eva. Na, jetzt versuche ich mich halt anderweitig zu trösten. Aha, und wie? Wie? Mit dem klassischen Rezept. Und wie geht das? Wein, Weib und Gesang. Nur nicht in der Reihenfolge, nicht? Ich habe mit Weib begonnen. Also Weib ist zu wenig. Massenhaft, Weiber, massenhaft. Aber es hat nichts genützt, weil das war keine dabei, die der Eva auch nur den Cognac reichen kann. Wasser, klar, Wasser. Und dann habe ich Wein zu mir genommen in Form von Cognac. Und das hat auch nicht genug. Und jetzt kann ich in meiner Verzweiflung nur noch zum Letzten zurückgreifen. Das ist der Gesang. Ne? Das machen nur die Beine der Dolore. Na, ich fürcht, das werde ich nicht aushalten. Ich bring jetzt der gnädigen Frau den Tee und Ihnen schicke ich den Herrn Sektionschef herein. Ja. Ah, das ist aber fein von Ihnen. So als Surprise-Überraschung kommt der Sektionschef. Was? Das ist nicht schön von Ihnen. Das ist, finde ich, charakterlich hässlich. Ich sitze da ruhig in der Küche, droh, Sie drohen mir mit dem Sektionschef, mit dem Ladings. Das ist interessant. Jetzt weiß ich nicht, wie der heißt. Aber es wurscht, er wird's wissen. Ist die Hauptsache. Der wird eine Freude mit Ihnen haben. Sagen Sie ihm ganz meinerseits, Winde. Und sagen Sie ihm noch, wenn er bald kommt, der Sektionsoper, dann kriegt er auch noch einen Schluck Cognac. Aber dann muss er bald kommen, weil sonst ein Futsch. Warten tue ich nicht. Davon bin ich überzeugt. Was machen nur die Beine der... Das ist merkwürdig. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die mit den Beinen heißt. Moment, was? Nein, er ist der Lafitte. Na klar, Lafitte. Und sie? Dolores. Ja, natürlich. Er ist der Lafitte und sie ist die Dolores. Ich bin ein Genie. Mir fliegen die Namen zu heute. Das ist eine Freude. Was machen nur die Beine der Lafitte? Aha. Ja, Kollege kommt gleich. Ja. Ja. Alter, da oben, da sind. Ja, so ist schon. Servus, Kali. Servus, wieso Kali? Ja, du bist doch da der Heimleiter. Stimmt's oder hab ich recht? Ja? Was du mir sagst, ich bin da der Heimleiter. Na servus, du bist ja ganz schön angeflaschert. Pass auf, Kali, komm her. Da kriegst du einen Hunderter, weil du mich kennenlernst. Moment, da kriegst du noch einen Hunderter, damit du vergisst, dass du mich je in deinem Leben gesehen hast. Ich habe wirklich noch nie gesehen. Na und jetzt und hier? Daran habe ich nicht gedacht. Du, pass auf, Kali, wo kann ich mit dir ein Wörtel unter vier Augen reden? Du redest ja schon die ganze Zeit mit mir. Unter vier Augen, habe ich gesagt, aber nicht in einem Vorzimmer, wo die Wände Ohren haben. Haben Sie Ohren, die Wände? Kali, ich habe noch nie ein Urwaschel in dem Vorzimmer gesehen. Bitte, Kali. Wieso glaubst du, dass Kali, hier die Ohren Wände? Bitte, hör mir doch zu, das ist in jedem Club so. Wird doch nicht anders sein. Nein. Also Club, da? Das ist ein Club? Ja. Das ist lustig. Wie heißt denn der Club? Der Club? Mhm. Der Club Rendezvous natürlich, ne? Der Club Rendezvous natürlich. Der Club Rendezvous natürlich. Rendezvous. Kali,
Kalli, pass auf, bitte. Bitte. Ich muss was klären. Ich muss Schluck trinken, entschuldige. Verzeihen. Ich muss klären, wieso du glaubst, dass ich der Heimleiter bin von dem Glück. Kalli, für einen Gast. Ja. Pass auf. Für einen Gast schaust du mir zu schäbig aus. Und wenn du zerplatzt, ja. Ich bin hier Gast. Ja? Ja, bin der Gast vom Sektionschef Lafitte. Lafitte, Sektionschef. Na, den Schmäh habe ich natürlich gleich überringelt. Ihr dürft nicht für blöd halten, Kalli. Nein, euer Club ist vorige Woche geschlossen worden. Ne? Der Club ist? Ja, ja. Von wem denn? Von wem? Von den Pfadfinder. Das ist eine blöde Frage. Na, von der Polizei natürlich. Ja. Und was macht man, Kalli? Was macht man, wenn ein Club geschlossen wird? Was man macht? Ja. Man macht ihn wieder auf. Du bist ein gescheiter Bub, Kalli. Und wie macht man wieder auf? Ja. Und der Tarnung natürlich. Na, man sucht sich die Wohnung von einem rechtschaffenen Bürger, ne, zum Beispiel einem Sektionschef, und macht weiter. Weil die Malen kommen eh überall hin. Infolgedessen natürlich auch die Männer. Ne? Die speziellen Männer, verstehst? Ja, ja, natürlich, kein Wort. Kalli, komm, jetzt spiel nicht den Blöden. Bitte mit von der Partie. Das ist doch gleich durchschaut. Ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst, ja. Kalli. Aber ich hab ja die Adresse schon von früher gehabt, verstehst? Denk ich mal, ich ruf an, meldet sich eine Mädchenstimme, Sektionschef Lafitte. Aha, denke ich mir. Was denkst du? Aha, denke ich mir. Aha. Ich nicht faul, weil das bin ich nie, such das Telefonbuch, find die Adresse, steht da tatsächlich Lafitte Sektionschef. Aha, denke ich mir. Schon wieder? Das ist also denkst jetzt, du aber ziemlich na? Oft, aha. Ne? Naja, immer wenn ich ein Erlebnis habe, ne, denke ich, aha. Und sich und denk mir, das ist die neue Adresse. No. Passt mir eh gut, weil meine Frau ist eifersüchtig wie der Teufel. Mach so. Wieso? Das habe ich nicht gewusst, was? Dass der Teufel eifersüchtig ist. Verzeih, entschuldige, weil ich abschweife, aber auf wen ist denn der Teufel eifersüchtig? Das weiß ich, das ist mir wurscht auf den Teufel. Meine Frau ist eifersüchtig auf mich und du kennst meine Frau nicht, wenn die eifersüchtig ist. Du wirst lachen, ich kenne sie nicht einmal, wenn sie nicht eifersüchtig ist. Kalli, schau mich an, hör auf einen Moment, schau mich an, ich bin doch nicht schwach. Ne? Aber du, ich sag dir eins, wenn meine Frau hinhaut, frage nicht. Meine Frau macht nämlich Body. Jelly? Body? Bodybuilding. Ja, Bodybuilding, ja. Ja. Und das Mundwerk dazu, also ich sag dir, wenn die... Kalli, ob du mir es glaubst oder nicht, bitte schau mich an, wenn ich da was sag. Ob du mir es glaubst oder nicht, ich fürchte mich vor dieser Frau. Ja, ich auch, obwohl ich sie gar nicht kenne. Gott sei Dank, weil Diskretion ist ja das Wichtigste in dieser Angelegenheit, die was mich herführt. Nämlich mein Gusto auf junge Marlen, verstehst du? Und wegen dieser Diskretion habe ich dir auch die Hunderter gerieben. Soll ich sie dir zurückreichen? Nein, aber nein, du sollst mir Informationen geben über die Marlen da, nicht? Besonders über diese Belle Fleur. Soll ja super kurz sein, die Belle Fleur, nicht? Und dann die Nicole. Moment, die Nicole kenne ich. Ja. Die Nicole kenne ich, das ist die Tochter vom Onkel Gurti. Wer dir ein Foto ist, ist mir wurscht. Aber das Marl soll spitze sein, soll einsame Klasse sein. Um die reißt sich jeder Club. Um das Marl. Hm? Um die Nicole? Ja. Ich glaube, ich muss noch einen kleinen Schluck trinken. Kalli, hör auf, bitte. Pass auf doch nicht so viel, Kalli. Bitte, das vertragt doch kein Leber. Bin ich ein Leber? Also, ich glaube, du missverstehst. Ich kann nämlich, schau, kann trinken, so viel wie da, schau zu. Heimleiter. Kalli, hör auf zum Saufen, du bringst dich doch um, Kalli. Du bist der Wahnsinnige. Aber hör auf, was du zusammenredest, so einen Blödsinn, aber nämlich schon seitdem du da bist, seitdem du dieses Haus betreten, redest du nichts als Blödsinn, ich weiß auch nicht. Aber schau bitte, ich kann nämlich... Grüß es mir, Kalli. Ich kann reden. Also... Ich kann drin kein. Ich hab noch. Na, servus. Weg ist ja der Kalli. Wieder 200 rausgeschmissen. Und glaubst du, meint das ernst? Du meinst heiraten? Mhm. Möglich.
Na, aber das mag ich nicht. Dazu bin ich viel zu jung. Hm. Jung gefreit hat noch nie gereut. Ja, ja. Na, siehst du. Hm. Oh! Eier! Das sind ja die Maderln! Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Na, dreimal das Raten, Bellefleur. Na, das heißt, du kannst ja nicht die Bellefleur sein. Weil die Bellefleur ist ja ein staziöses Weib und du bist ein Krewegerl, mein ganz lieb. Ganz lieb, aber die Pastur ist nichts für mich. Und Dirndl, du bist die Nicole, stimmt's? Da habe ich recht. Ja, bitte, woher wissen Sie das? Erstens weiß ich alles. Zweitens erkenne ich eine fesche Katze sofort, wenn ich eine sehe. Und drittens hat mir der Huber dich ganz genau geschildert. Alle Einzelheiten von dir hat er mir geschildert. Einzelheiten, die mich ganz wurlert gemacht haben. Verstehst, Nicole? Das ist ein Verrückter. Nein, du, der glaubt, der ist im Club. In was für einem Club? Die Nicole Spitze, spielt die Unschuldige. Hat mir der Huber alles erzählt. Dabei ist sie raffiniert wie der Teufel. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Das möchte ich gern wissen. Ne? Nix, nix. Das sagst du mir einfach Schnurzel, das genügt. Schnurzel? Ja, ja, Schnurzel. So heiße ich in allen Clubs. Schnurzel. So, und jetzt her mit den anderen Malern. Ja, besonders mit dieser Bellefleur. Und dann ein Champagner her und dann werde ich meine Auswahl treffen und also, dann... Entschuldigen Sie, Herr... Schnurzel, nur Schnurzel. Ja, also von mir Schnurzel. Es ist nämlich so, wir sind hier gar kein... Hier ist das Maria und Josef. Ja, sowas! Herr Wiesel, wie kommen denn Sie da her? Ah, der Schnurzel heißt Wiesel? Ja, sehr freilich. Bitte, ist hier nicht, ist denn also, das nicht... Ich wollte Ihnen doch gerade erklären, dass das hier nicht der Club-Rendezvous ist. Ah, ich verstehe alles. Sie haben wollen da in den Club gehen. Nichts habe ich wollen, gar nichts. Nein, unterstellen Sie mir nicht. Nichts habe ich wollen, bitte. Wirklich nicht. Sagen Sie, Frau Sokol, ja. Woher kennen Sie diesen Mann eigentlich? Ja, aber wieso, das sind doch unsere Nachbarn, die Wiesels. Na, Ihre Frau wird Augerln machen, wenn sie erfährt, bitte, dass sie da... Bitte, liebe Frau Sokol, bitte erzählen Sie nichts meiner Frau, weil die würde die Geschichte völlig falsch verstehen. Ja. Und das war ja nicht, war eine harmlose Angelegenheit, war gar nichts. Na ja, klar, weil statt der Bellefleur die Frau Sokol gekommen ist. Bitte Sie, meine Damen und Sie... Frau Sokol, ich bitte Diskretion. Ja, ja, nichts zu meiner Frau sagen, weil das wäre furchtbar. Ich werde es auch nie wieder tun. Ich glaube es zwar nicht, aber wenn Sie jetzt sofort verschwinden, dann... Danke, bin schon weg und vergessen Sie mich, Frau Sokol. Haben Sie ein Glück, ich bin eine vergessliche Person. Bis dahin, die Damen, in 10 Sekunden bin ich auf der Außen. Frau Sokol, nur eins sagt, wissen Sie, wo der Club Rendezvous wirklich ist? Jetzt schauen Sie aber das aus, Sekunde. Bin schon weg, ja? Danke, bin schon fort. Wahnsinn. Der Stürzler, der ist jetzt überhaupt nicht. Ja, die Hilla hat sich jetzt ein bisschen niedergelegt. Na, warum lacht sie denn so mehr? Der Schnurzel war da. Wer ist der Schnurzel? Nein, sowas, das werde ich nie vergessen, kommt der Herr und sucht die Bellefleur. Da ist sie. Da ist sie. Was, die Bellefleur? Der Bellefleur. Meine Tasche. Also da, und ihr steht's alle herum, da habt's nicht gesehen, dass die Tasche da ist. Die schwarze Tasche, Gott sei Dank. Ja, niemand hat das gesehen. Nein. Ja, also bitte, ich war ja schon ganz außer mir. Ich wollte schon auch in die Küche hinausschauen, weil ich glaube, da wegen in der Küche ist die da Tasche. Da hätten sie ein Glück gehabt, da hätten sie nämlich den Heinz gefunden in der Küche. Na und? Alles ein angesoffener. Das gibt's nicht. Das ist... Na Moment, Faso, aber wenn sie mich da jetzt auch hier umhaben, dass der... Wieso, der Heinz trinkt doch nichts. Ach, da werden sie noch um. Ach, eingeschlafen ist er, der Arme. Wahrscheinlich so stark übermüdet. Ja, Heinz, Herr Windeck, was ist denn? Sind Sie so überarbeitet? Ja. Ja, was? Ja, wieso? Bitte? Ja, wie schön. Dann Gottes Willen, mir scheint die Sokol hat recht. Haben Sie was getrunken? Nein, so da ist ein... Da, nur da... Ein Stamperl, glaube ich. Ja, sagen Sie, seit wann und warum? Wer ist schuld, ist Ihre Frau. Meine Frau ist schuld, ja, dass sie trinken. Frau ist schuld, weil sie sie hergeschleppt hat. Wen hat sie hergeschleppt? Na, die Eva. Die Eva? Ja. Moment, das ist so eine junge Kollegin von der... Ja, sagen Sie, und deswegen... Ja, ach, und die Eva... Liebt mich nicht. Liebt sie mich. Ja, nein, sie hätte ja... Sie sind schon aus dem Alter raus, wo einem so etwas umwirft. Das ist doch schrecklich mit... Na, kommen Sie. Es ist ja mit Eva. Zu Eva. Nein, zu Eva können wir nicht gehen, weil ich gar nicht weiß, wo die ist.
Aber ich würde Ihnen raten, so lassen Sie nicht weggehen. Kommen Sie ab heute sich bei mir ein bisschen an. So, und wir werden Sie deponieren. Werden Sie deponieren auf meinem Sofa. Und da können Sie ein Weilerl liegen bleiben. So, nur schön langsam. Ja, lassen Sie sich Zeit.